So, die nächste Methode wäre, eine Blume, ja, so eine Art Blume als Boden oder als Anfang. Das eignet sich besonders für Schalen oder ja, was Kleineres. Ein bisschen langsamer. Also die Blume haben wir euch schon mal gezeigt. Das war bei dem kleineren Papierkorb. Da hatten wir verschiedenfarbige Röhrchen genommen. Vielleicht findet ihr das Video etwas einfacher als dieses hier. Aber hier haben wir euch das nochmal gezeigt. Die Röhrchen hat sie vorher ein bisschen angeflacht, also ein bisschen zusammengedrückt, ein bisschen flexibler gemacht. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir hier sechs Stacken. Wir bräuchten natürlich viel mehr. Das ist die nächste Methode, wie wir die Stacken vermehren bzw. dazulegen. Das ist so eine ähnliche Methode wie vorhin. Wir hatten die bloß draufgelegt. Diesmal legen wir sie einfach unten drunter. Man kann das Ganze genauso eigentlich wie vorhin machen. Das ist bloß eine andere Art und Weise. Die werden auch zusammen verflochten. Sie hat jetzt ein Arbeitsröhrchen, ein angefeuchtetes. Noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Die Arbeitsröhrchen, wenn ihr sie angefeuchtet habt und in eure Folie eingewickelt habt, wenn ihr das ganze Päckchen in die Sonne legt, dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller mit dem Durchfeuchten von dem Röhrchen. Dann könnt ihr schnell anfangen. Das ist jetzt die zweite Reihe, wo sie macht. Sie fixiert damit dann noch mehr die Stacken, bevor wir sie dann wieder auseinanderschieben und noch weitere dazulegen und sie somit dann wieder vermehren. Sie nimmt jetzt zwei Stacken, tut sie ineinander stecken und knickt sie an der Stelle um. Jetzt schaut mal, was sie macht. Sie macht sich etwas Abstand zwischen den anderen Stacken und schiebt die zwei Röhrchen, die zwei Stacken, die zwei neuen dazwischen. Hier nochmal. So, jetzt die nächste Reihe, wo sie macht, sie umflechtet die vier Stacken zusammen. Thanks.
Okay, sie vermehrt sie nochmal. Hab gedacht, dass du sie schon zerteilst. Hab gedacht, dass du sie schon zerteilst. Nein. Ja, das kann man machen, ja. Also wenn euch die Anzahl schon reicht, kann man die jetzt praktisch jeweils zu zweit weiter umflechten. Ansonsten die, die dann noch mehr Staken bräuchten, sprich einen größeren Boden haben möchten, die können noch zusätzliche Staken dazu setzen. Die Staken, die zu kurz geraten sind, die Anfangsstaken von der Blume, die tut sie jetzt auch verlängern. Hier nochmal an der Stelle, die Staken bleiben trocken. Jetzt zerteilt sie die Staken in Zweiergruppen, weil der Abstand ansonsten zu groß wäre. Dabei ja immer gut andrücken, sonst ja, sieht das nicht so ganz akkurat aus. So macht ihr ja, 2-3 Reihen, bis ihr dann die Staken wieder auseinanderschieben könnt und sie dann einzeln umflechten könnt. Was wir euch zeigen wollen, unten drunter, kannst du vielleicht umdrehen, sind so diese kleinen Überbleibsel, die von der Blume, die könnt ihr nun auch abschneiden. Dann kann die Blume ein bisschen weiter nach unten rutschen. Ihr könnt die Blume auch vorher schon befeuchten und so ein Gewicht drauflegen, damit sie ein bisschen flacher wird. Weil sie guckt doch schon ein bisschen prominent hervor. Das Ganze sieht schon mal versäubert aus. So, das war die nächste Möglichkeit. Ein kleiner Farbtipp an der Stelle, abgesehen von den letzten zwei Reihen, wenn ihr bei diesem Geflecht zwei unterschiedlich farbige Röhrchen nimmt, bekommt ihr so einen Effekt, also so wie hier. Ja, das sieht der Blume noch ein bisschen ähnlicher und diesen Rand könnt ihr dann auch noch mal eine andere Farbe nehmen dafür. Noch eine Variante gibt es noch, welche wir benutzen. Wir zeigen es euch nicht im Detail, bloß ich wollte es nur kurz mal ansprechen. Die ähnelt sehr den Vorgängern. Das Ganze kann man natürlich, wir hatten vorher mit jeweils 2 und 2 genommen an Staken. Hier bei dem Modell sind es jeweils 4 Staken, also insgesamt 16 Stück. Man kann natürlich jeweils 6 Stück übereinander legen und beim zweiten Umflechten könnt ihr die schon auseinanderschieben und die dann jeweils zu zweit umflechten. Und sobald der Abstand dann groß genug ist, könnt ihr das dann genauso weiter fortführen, wie wir euch das bis jetzt gezeigt haben.
das war's auch schon von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war hilfreich für euch. Ja, ansonsten gerne ins Kommentar euren Senf dazugeben. Das war's von uns. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.